Frau Springen, haut am Mur, Fenze Bresel, den Frühjahrssommer von der Europäischen Union statt. Was sind da die Hauptthemen? Geht hauptsächlich um die Ukraine, das sind wir uns bewusst. Und was glaube ich, mich spezifisch schlüssig geht, geht es um Zinsbesteuerungsdirektive. Das ist ein ganz wichtiges Thema für Lützburg. Wie war das, die Zinsbesteuerungsdirektive wichtig für die Finanzplatz? So, als an der Hinsicht wichtig, weil es einen Übergang durchstellt von der Quellensteuer, ob Informationsaustausch, den automatisch soll sein. Die Quellensteuer gibt es ja schon seit 2003, das ist nur eine Ausweitung von dem Konzept. Es gibt auch neue Produkte herangeholt und den Informationsaustausch. Das bleibt für Lützburg als ein von den zwei Ländern, die noch besonders mit d'accord waren, ein großes Changement. Ist das eine Herausforderung für den Finanzplatz? Das ist eine Herausforderung für den Finanzplatz. Das bedeutet schon, dass wir wahrscheinlich verschiedene Kapitale aufgezogen gehen. Dass er auch aus der Vergangenheit wissen, dass Lützburg als sozusagen First Mover oft vier war mit neuer Legislation. Und ich meine, das Land kann davon profitieren, dass es sich ethisch und mehr korrekt und mehr transparent Bild kann setzen und dadurch mehr wie sicher auch andere Kapitale kann unziehen und dadurch sogar sein Private Banking nach kann ausbauen. Und wenn wir noch in Kehr auf die Ukraine zu schwätzen kommen, war das die Hoffnung von der Kommission, was die Weiterentwicklung angeht? Die Ukraine ist ein graves Problem für die Union. Die Annexion von der Krim als nicht an einer ersten Phase rückgängig zu machen, weil Lothar Bucken das über diplomatische Kanäle, wo auch zum Teil Sanktionen mit abgegriffen sind, zu vermeiden, dass das Krieg der Ukraine abzugeht an Konflikte und dass das durchaus bleibt. Vielen Dank.